Geschätzte Festversammlung, dürfte ich Sie einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Da Sie sich hier so zahlreich versammelt haben... Oh, habe ich heute Glück. So eine komplette Festversammlung ergibt ja verpackt und verschnürt einen Meter Ameise. Habe ich nun die große Freude, Ihnen den Ehrengast vorzustellen. Jemand, den wir alle achten, zu dem wir in Respekt aufblicken. Und da bin ich schon. Wie finde ich denn das? Nicht einer erwischt? Die lässt eine Party schneller auflegen als ein Stinktier in der Klimaanlage. Du sagst es. Eine Empfehlung an die Frau Gattin. Oh, oh. Da bin ich mit meinen süßen kleinen Füßchen in was reingestolpert. Das muss ich mir mal bei Licht besehen. Oh, wie so ein Ameisenfresser von innen aussieht. Oh, und die Zunge so glitschig. Na, das ist vielleicht ulkig. Was die für komische Sachen drin hat. Oh, dieses lästige Sodbrennen und kein Hydrant in der Nähe. Oh. Aha. Hm. Ui, da gehe ich wohl besser in Deckung. Nicht mehr nötig. Vater, haben Sie meine Ameise gesehen? Beschreiben Sie sie mal. Ist ein kleines, dürres Ding, ungefähr so groß und rot. Moment mal. Richtig, die Beschreibung stimmt. Dann händigen Sie sie mir aus. Sehr schön. Ach, du kommst mir gerade recht pünktlich zum 5-Uhr-Tee. Ein Stück Zucker oder zwei? Na, vermutlich zwei. Bist du ein Süßer. Habe ich dich endlich wieder. Dankeschön. Sie bitte mal anhalten. Ich möchte eine öffentliche Erklärung abgeben. Alle kleinen Kinder unter 12 gehen besser raus an den Eisschrank und holen sich was zu essen, bis hier die Gewalttätigkeiten vorüber sind. Gute Idee. Ich nehme auch eine Kleinigkeit zu mir, und zwar dich. Dankeschön. Tante Ria wollte immer einen längeren Rüssel. Ob ihr der lang genug wäre? Wenn du meine Ameise nimmst, wirst du es bereuen. Ach was, halten Sie den Mund. Was soll denn das? Wollt ihr wohl aufhören? Könnt ihr das nicht auf eine etwas feinere Art regeln? Zum Beispiel eine Münze in die Luft werfen. Sehr gut. Aber da wir keine Münze haben, werfen wir dich hoch. Was nehmen Sie, Kopf oder Schwanz? Kopf. Das dachte ich mir. Los geht's.
übernehmen Sie den Hinterausgang. Ich nehme die Vordertür. Bleiben Sie dran. Jetzt, wo ihr so unzertrennlich seid, werde ich mir ein paar Raupeneier grillen gehen. Wiedersehen. Ach, ziehen Sie doch nicht so. Es zieht sich immer fester zu. Mit dem Kapitänsknoten gibt's doch immer Ärger.